Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es jetzt Samstagabend und ich habe gestern nicht gefilmt und heute den ganzen Tag auch nicht. Ich hatte überhaupt keine Lust und deswegen habe ich ja noch ein paar Fragen. Ich möchte euch ja jeden zweiten Tag ein Video geben und deswegen werde ich heute ein paar Fragen beantworten, aber nur Fragen. Mehr wird heute auch nicht passieren. Fangen wir mal an hier. Gibt es Freundschaft auf den ersten Blick? Ja, glaube ich, ja. Also als ich damals meine beste Freundin, damalig beste Freundin kennengelernt habe in der Schule, also in der weiterführenden Schule, das war auch so Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns das erste Mal gesehen und zack, war es beste Freundin. Aber wirklich leider auch nur 4 Jahre oder 5 Jahre. Und danach sind wir halt auf verschiedene andere Schulen gegangen. Das war jetzt nicht die Grundschule, sondern es war halt die weiterführende Schule. Und ja, leider ist es dann auseinandergegangen. Irgendwelche Gerüchte sind aufgetaucht, dass ich irgendwas gesagt hätte. Aber das habe ich nicht gesagt. Und dann haben wir uns ein bisschen verstritten und dann ist es mal auseinandergegangen. Schade, aber mein Gott. Gönnst du dir selbst regelmäßig eine Pause? Von was denn? Nein, ja, was soll, weiß ich nicht, wie ich es sagen soll, aber ja, ab und zu mal YouTube-Pausen, dass ich mal jetzt nicht filme, aber manchmal habe ich keine Lust einfach, mit der Kamera zu quatschen und von daher, ja, mein Gott, was habe ich denn da schon wieder nicht? So, weiter. Bist du jemals verliebt gewesen oder ohne es zu wollen? Ja, ja, das auch in der... Aber Schweizer Schule, da wollte ich das eigentlich nicht, in den Fall in den Menschen verliebt zu sein. Aber ich war es trotzdem, ja. Steckst du Menschen in Schubladen? Also, wie ich Vorurteile habe, ne? Oder? Heißt das, glaube ich, das? Eigentlich nicht. Nee. Welche Geräusche magst du? Entspannungsgeräusche? Oder, also was ich gerne mag, ist meditieren ab und zu. Ganz gerne. Oder halt auch solche, solche autogenes Training, kennt ihr das? Ja, das mag ich auch sehr gerne. Oder wenn meditieren, dann geführte Meditation, wo die auch quatschen. Das ist am besten für dich persönlich. Wann warst du am glücklichsten? Datum weiß ich nicht mehr genau, es war 2012. Da habe ich, wie gesagt, den Realschulabschluss bekommen oder halt auch die Ausbildung zur Pflegeassistentin abgeschlossen. Aber wichtiger war halt für mich persönlich der Realschulabschluss. Ja, das war bisher der glücklichste Tag in meinem Leben. Und als ich Sherry bekommen habe, unseren Hund, 2000. Weiß ich nicht, 100% nicht mehr. 2004, 2005, in dem Dreh rum haben wir unseren Hund bekommen. Das heißt, er war schon 12 und wurde 18. Ja, das war wirklich ein schöner Tag, aber ja. Mit wem bist du gerne zusammen? Mit meiner Mutter bin ich ab und zu mal gern zusammen, wenn sie nicht mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen ist, ne? Oder wenn ich nicht wieder, wenn sie nicht wieder, weiß nicht, ich etwas falsch gemacht habe wieder, was eigentlich ständig ist, aber trotzdem. Mit meiner Mutter am liebsten, sonst müsste ich leider keinen. Außer der anderen Person, die leider schon verstorben ist, meiner Oma, da denke ich manchmal noch mit Wehmut zurück, jetzt nicht mit Trauer, weil sie hat ja ihr Leben gelebt in dem Sinne, mit 85 gestorben und da hat man ja Leben ja schon meistens schon gelebt, von daher 84, 85, 100% weiß ich jetzt nicht. Willst du immer alles erklären? Wann hast du zuletzt deine Angst überwunden? Puh. Ja,
na klar, natürlich. Der Anruf bei der Polizei, Krankenwagen. Beim Krankenwagen, beim Rettungsdienst, da habe ich meine Angst überwunden, ja. Das war echt. der 28.01. Genau. Was war deine größte Jugendsünde? Ja, dass ich da die Scheiße gemacht habe, jetzt irgendwo angerufen habe und ja, das war nicht eigentlich so schlimm war eigentlich, aber trotzdem. Ich habe ja jemanden irgendwo angerufen bei Verwandten von, ja Verwandten, Bekannten von uns, bei der Tochter und habe ein bisschen Spaß gemacht. Aber der Spaß ist irgendwie nicht wie ich angekommen, sondern die haben die Polizei eingeschaltet. Mit 12 war ich da, 12, ja. Und da war ich noch nicht strafmündig, von daher... Das ist eingestellt worden, aber es war auch eigentlich Quatsch. Aber egal. Sonst habe ich nichts Schlimmes gemacht. Was willst du einfach nicht einsehen? Dass Süßigkeiten nicht gesund sind, das weiß ich selbst. Aber dass man auch ohne, dass man auch, nee, warte mal. Das ist so kompliziert gerade zu sagen. Ich will es nicht einsehen, dass man, also viele sagen ja, dass man Kohlenhydrate weglassen soll oder zumindest diese Eiweißprodukte nicht, diese Weizenmehlprodukte weglassen soll. Das verstehe ich zwar, aber ich möchte es nicht einsehen, genau. Welche Anekdoten über dir hörst du noch häufig? Anekdoten? Weiter. Gerüchte? Anekdoten? Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne noch einmal erleben? Das sind schwere Fragen manchmal, also guck ich sehe ihn aus, ist auch egal. Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Also klar, ich habe viele schönere Tage in meinem Leben erlebt, aber da nochmal hin, das ist Vergangenheit, finde ich. Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Ja, es ist so, Armut macht krank, indem, ja, wie sagt man das so, aber Zeit, aber arm und Zeit ist ja auch blöd und wenig Zeit und Geld ist auch irgendwie so, aber dann würde ich sagen, so ein Mischmasch, so eine ganz normale Zeit und etwas Geld, so einfach dem Mittelmaß, genau. Würdest du gerne in die Zukunft schauen können? Weil ich dann Angst habe, was da kommt. Man weiß es ja nicht, was kommt. Und ich möchte mich dann überraschen lassen, sowas wie das eben fällt. Aber ich möchte nicht in die Zukunft schauen. Nee. So wie ich auch nicht in die Vergangenheit reisen möchte, weil Vergangenheit, wie gesagt, ist Vergangenheit und es war mal, ne? Bist du jemals in eine gefährliche Situation geraten? Gefährlich. Also ich war aber einmal beim 96-Spiel und da waren auch noch andere, die Hooligans, nicht unsere, also nicht von 96, sondern halt von einer russischen Mannschaft. Damals, als wir 5:1 gewonnen haben in dem Europapokal, da war es wirklich so, dass die ja irgendwelche Raketen waren das nicht, aber irgendwelche Gegenstände in die Luft gejagt haben. Also wirklich, wäre das vor 2-3 Jahren gewesen, hätte man gedacht, ach du Scheiße, ist eine Bombe. Aber damals war es halt, wusste man, das ist halt, man sah ja auch nichts. Es war kein Qualm, nichts, sondern wirklich nur dieses Geräusch, wie so ein, ja, sehr starke, so ein Bumm.
wirklich extrem laut, ne? Ja, und dann sind wir dann rausgegangen, also nach dem Spiel. Und dann haben wir weitergemacht. Also man kam gar nicht richtig raus aus dem Stadion, weil die erst die Gästefans rauslassen mussten, aber die wollten nicht. Und die sind da bestimmt schon mal so anderthalb Stunden, standen wir da und wollten eigentlich raus, aber die anderen sind halt nicht runtergekommen. Und ja, es war so ein bisschen komisches, weil so aggressiv und ja klar, sie haben 5:1 verloren. Gut, im Nachhinein sind wir dann weitergekommen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja, es war schon nicht so ganz angenehm, eine gefährliche Situation. Ja, es kann ja plötzlich mal eskalieren, man weiß es ja nicht, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich sonst, ne. Ich war natürlich wieder alleine, ne, das ist ja immer so, ist wirklich so, also mit meiner ehemaligen Freundin war ich, ja, Kontakt ist einfach abgebrochen, ne? Hat sich nicht mehr gemeldet, ja mein Gott, aber da war ich vielleicht 3-4 Mal im Stadion und mit meinem Vater ab und zu, ne? Mit meinem Vater ist es in Ordnung, aber mit ihr war das halt so, mit Leuten, die dann keine Ahnung vom Fußball haben, aber nur die Leute, oh, der ist ja schick, ne? Der ist ja süß, ja, aber ich will das Spiel sehen und nicht mit dir quatschen, wie süß der ist. War im Nachhinein ein bisschen nervig, aber irgendwie auch toll. Aber Gott. Ist Glück ein Ziel oder eine Momentaufnahme? Eine Momentaufnahme. Mit wem würdest du einen letzten Minuten verbringen wollen? Meine letzten Minuten. Zurzeit mit meiner Mutter, meiner Familie, besser gesagt, engste Familie. Also mit meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder. Ja. Fühlst du dich im Leben zu etwas berufen? Nein. Bist du nach etwas süchtig? Eis. Und okay, Eis habe ich guterweise nicht mehr so. Aber auf jeden Fall. Sag mal schnell. Süßigkeiten. Immer noch leider. Jedes Mal, wenn ich zumindest einmal im Monat kaufe, ich ja wirklich sehr groß ein. Anfang des Monats. Warte mal ganz kurz. Na, alles gut? Gut. Einmal im Monat kaufe ich ja ganz groß ein. Und da kaufe ich auch einmal eine Süßigkeit ein. Und die müssten wir nicht glauben. Ich weiß es ja selber, dass sie noch alles da ist. Jetzt nicht mehr. Warte mal. Wo ist sie? Was machst du da? Komm mal runter da, Mausi. Komm runter. So. Ach, Gottes Willen. So. Welchen Tod hat dich am meisten berührt? In meinem Leben ist halt nur meine Oma gestorben bisher, als wichtiger Person. Und ja, das war schon krass. 2-3 Tage war es wirklich so, dass ich getrauert habe. Aber danach habe ich es, ja, einfach weitergelebt in dem Sinne. Ab und zu an sie gedacht natürlich, aber nicht so, wenn es plötzlich passiert wäre und meine Oma noch viel jünger wäre. Und da vielleicht wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Aber so habe ich mich ja schon innerlich eigentlich schon von ihr verabschiedet, weil sie ja ihr Geist mitbekriegt. Und von daher, ja. Bisschen näher ranzoomen hier. Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten? Wie heißt es denn? Verpeilt, aber glücklich? Ja. In welchem Maßen entsprichst du der Person, die du sein möchtest? Nicht so doll. Weil ich möchte gerne die Person sein, die selbstbewusst, schlank, sich selbst liebt. Das möchte ich gerne sein. Und ist ja noch gar nicht so großartig, ne? Aber ja, ich arbeite daran.
In nächster Zeit werdet ihr auch mal sehen, ich hoffe es, dass ich das schaffe, dass ich öfters mal auch draußen filme, also nicht in meiner Wohnung, sondern außerhalb. Ich versuche es einfach. Genau. Wann muss man eine Beziehung beenden? Ja, wenn man sich einfach nicht mehr liebt und auch wenn man sich einfach nicht mehr ab kann, glaube ich. Und wenn, ja, wenn man betrogen wird. Klar. Aber wo fängt Betrügen an von mir? Für mich persönlich, ich habe noch keine Beziehung gehabt, ich bin 26, ich weiß, es ist peinlich. Aber wenn ich der Norm entsprechend, da, was ist schon die Norm? Ja. Achso, ja, wo fängt Fremdgehen an? Finde ich persönlich bei, ja, Sex mit jemand anderen. Nicht küssen ist noch nicht Fremdgehen für mich, sondern eher mit jemand anderen schlafen. Genau. Wie wichtig ist dir deine Arbeit? Jetzt, Arbeit in dem Sinne, sag ich jetzt einfach YouTube, das ist keine Arbeit für mich jetzt, aber YouTube macht mir Spaß ab und zu. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann drehe ich auch nicht und fertig. Ich muss mich nicht rechtfertigen, mache ich auch nicht. Was würdest du gerne gut beherrschen? Singen. Singen will ich gerne können. Kann ich nicht. Glaubst du, dass Glück... Achso, Entschuldigung, falsch rum. Glaubst du, dass Geld glücklich macht? In mancher Hinsicht schon, aber zu viel Geld ist halt auch nicht mehr so gut dann. Ne? Würdest du dich heute wieder für deinen Partner entscheiden? Nächste Frage. In welchem Sportart bist du in deiner Meinung nach gut? Schwimmen? Und Nordic Walking. Heuchelst du häufig Interesse? Nee. Wenn ich kein Interesse habe, dann habe ich kein Interesse. Glaubst du, gute Geschichten zu erzählen? Also kannst du gute Geschichten erzählen? Weiß ich nicht. Meine Geschichten sind alle wahr, aber Geschichten vorlesen, in dem Sinne, ja, kommt drauf an. So, mit der Kamera ist halt ein Gegenstand, aber trotzdem ist es dann öffentlich. Aber für mich selber kann ich besser lesen, ja. Wem gönnst du nur das Allerbeste? Meinem Bruder, meiner Familie, also meiner Mutter und meinem Vater, aber halt auch ganz besonders meinem Bruder, den gönne ich das Allerbeste, ne? Dass alles das, was er haben möchte, erreicht. Sieht ja ganz gut aus bei ihm, ne? Von daher. Was hast du zu deinem eigenen Bedauern verpasst? Meine Kindheit. Also verpasst eine gute, schöne Kindheit. Eine lernreiche Kindheit. Also nicht, dass ich eine schlechte hatte in dem Sinn, aber so der hundertprozentige Rückhalt. Sondern dass man wirklich sagt, ich stehe hinter dir, egal was kommt, und du bist wertvoll und du kannst was. Auch wenn du das vielleicht, das und das vielleicht nicht kannst, du bist trotzdem wertvoll. Das werde ich meinen Kindern jedes Mal sagen, also wirklich einpflanzen, dass die das nicht denken, dass sie nichts wert sind oder dass sie, wenn sie was nicht können, dass sie dann schlechte sind, schlechter Menschen sind. Nein, wenn man das nicht kann, dann versucht man es nochmal, wenn es nicht klappt. Dann klappt es eben nicht. Man muss es nicht erzwingen. Ist so. Manche Kinder können manche Sachen nicht. Beispielsweise ich habe Dyskalkulie. Also ich kann ganz, ganz schlecht Mathe. Und dann ist das so. Mein Bruder beispielsweise hat Shit, ne? Wie heißt es denn? Diese Rechtschreibschwäche? Also Dyskalkulie und das andere da, also mit Lesen und Rechnen, nee, Lesen und Schreiben. Und mein Gott, ist doch, das ist jetzt schlimm, Albert Einstein und Albert Schweitzer. Ich glaube, Einstein hat, glaube ich, auch das Gleiche, glaube ich. In welcher Kleidung fühlst du dich am wohlsten? Lässig und ganz normal. Ähm,
Wovon hast du geglaubt, dass du es nie pass, dass es nie passieren würde? Ja, dass ich mit 26 Jahren noch Single bin und das andere auch. Ja. Würdest du gerne zum anderen Geschlecht gehören? Nein, das stimmt nicht. Also es gibt ja andere Geschlechter, also Frauen, die Männer werden möchten, also sein möchten, ne? Also hier Transgender. Nein, also ich bin schon immer eine Frau gewesen und ich möchte auch gar kein Mann sein. Nö, interessiert mich gar nicht. Nee. So. Wer nervt dich gelegentlich? Familie, manchmal. Über welches Thema unterhältst du dich am liebsten? Über meine Sorgen, ne? Ja. Kannst du leicht Fehler einstehen? Ja, finde ich schon. Wenn ich wirklich überzeugt bin, dass es Fehler sind, dann ja. Aber wenn ich denke, das sind doch gar keine Fehler, dann auch nicht, ne? Was möchtest du nie mehr tun? Schulden machen. Ja, aus diesem habe ich gelernt daraus, ne? Aber das möchte ich nicht mehr machen. Ist es dein... Ach Gott, weiter. Was? Sagst du immer die Wahrheit? Wer jetzt sagt, ja, natürlich sage ich immer die Wahrheit, der flunkert natürlich selber. Nein, ich sage nicht immer die Wahrheit. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Im Internet erzähle ich überwiegend die Wahrheit. Weil warum soll die auch lügen? Aber sonst antwortet nur eine ganz kleine Lüge. Hier ist nicht Riesenlüge, aber so ein bisschen flunkern, ja, ist doch normal. Hast du schon einmal deinen Weinkrampf vorgetäuscht? Einen Weinkrampf vor? Also ich habe noch nie. Das geht bei mir nicht. Also, wer mich kennt, also ich kann nicht vor anderen Leuten weinen. Wenn, das ist sehr, sehr, sehr schwer für mich. Wenn, das muss es die engste Familie sein. Bis halt meine Mutter, mein Vater, mein Bruder ist, glaube ich, geht auch nicht. Da würde es eventuell gehen, aber nicht vormachen oder vortäuschen, das geht nicht. Und bei Rest der Familie oder bei Verwandten, Freunden, also Verwandtschaft und Freunde, geht nicht. Ich habe noch nie bei jemand anderen außer meiner engsten Familie geweint. Es geht, ich weiß nicht, also ich kann das nicht. Also ich bei mir ist es halt so dann seelisch so und zu Hause, wenn ich dann zu Hause bin, dann bricht es aus. Aber wenn ich alleine bin, unter meinen vier Wänden oder in meiner Wohnung, ne? Denkst du intensiv genug über das Leben nach? Nee. Ich denke immer, es kommt so, wie es kommt. So ist meine Meinung. Fühlst du dich manchen Leuten gegenüber sehr unsicher? Ja. Verwandtschaft, ne? Da kann man sich manchmal nicht so richtig fallen lassen. Aber mein Gott. Bist du... Weiter. Bist du gern allein? Ich wohne jetzt alleine, aber es ist schon schön, mal mit jemand anderem sich zu unterhalten oder Kontakt zu anderen zu haben. Ich beides. Also ich bin gern alleine, aber nicht immer. Na, also ich freue mich schon, wenn ich jetzt beispielsweise, stimmt nicht, aber wenn ich morgen beispielsweise zu einem Freund gehe, zu einer Freundin oder zu meiner Familie. Da freue ich mich dann drauf, weil ich dann halt nicht alleine bin mehr. Aber sonst ab und zu auch gerne mal alleine. So, ne? Beides. Welche eigenen Interessen hast du durchgesetzt? Also Interessen. Also in dem Sinne, wo ich mich abgesetzt habe von meinen Eltern,
also oder zumindest rebelliert habe oder nein. Also anders gemacht, als meine Eltern das wollten oder andere Personen. Ich bin ausgezogen mit 19 das erste Mal, dann mit 20 das zweite Mal. Dann mit dem Jobs, also einmal mit dem, das war ja in der Betreuung hat es mir ja Spaß gemacht, in der Reinigung ging so und in der anderen der Ausbildung da, ja, also meine Eltern wollten, mein Vater jetzt, wollte jetzt nicht so gerne, dass ich die Ausbildung zur Altenpflegerin mache, habe ich trotzdem gemacht und die andere Sache mit dem davor, den Betrieb, der jetzt nicht mehr gibt, hat mein Vater auch gesagt, dass das eigentlich total Quatsch wäre, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber für mich persönlich war das die richtige Entscheidung, weil ich nicht wusste, dass das nicht lange hält, der Laden. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich musste diese Erfahrung sammeln, um stärker zu werden, finde ich persönlich. Um Erfahrung zu sammeln, ganz einfach. Weil ohne Erfahrung ist es doch scheiße. malst du oft den Teufel an die Wand? Nee, eigentlich nicht mehr. Es war mal so, ja. Was schiebst du zu häufig auf? Zurzeit ist es Sport machen. Also ich habe das letzte Mal am Mittwoch. Schande über mein Haupt. Wir haben es jetzt heute Samstag. Und ich habe seit Mittwoch, also seit Donnerstag, keinen Sport mehr gemacht. Ja, eigentlich blöd, aber ich habe keine Lust. Und wegen morgen. Sonntag fahre ich wieder los. Walken. Nordic Walking. Sind Tiere genauso wichtig wie Menschen? Jetzt werden natürlich viele wieder sagen, oh, blöde Kuh, blöde Kuh. Nein. Ich liebe meine Tiere. Ja? Verstanden? Ich liebe meine Tiere. Aber Menschen, mit denen man reden kann und die einen zuhören, klar, meine Katzen hören ja auch zu, aber die reden nicht mit mir. Und ich persönlich finde, dass Menschen ein kleines bisschen mehr wichtiger sind wie Tiere. Das ist meine eigene Meinung. Gut, die kann ich ja noch im Internet erzählen. Oh mein Gott, bei welcher Filmszene musstest du weinen? Es gab mal einen Film, ich weiß nämlich nicht den Namen mehr. Hahiko, Hako, irgendwas mit dem Hund. Der war, hat jahrelang da auf seinem Platz gewartet und kam, das Herrchen kam nicht. Und zum Schluss kam halt die Frau nochmal. Es war schon so 5, 6 Jahre später. Der Hund stand da immer noch und hat gewartet. Jeden Tag aufs Neue. Und dann kam die Frau von dem verstorbenen Mann und hat den Hund gefunden und hat ihn umarmt und da sind dann meine Tränen da auch mal geflossen. Aber sonst, Titanic oder sonst was, habe ich mir ein einziges Mal angeguckt. Ja? Also da habe ich nicht geweint. Verzeihst du andere Menschen leicht? Kommt immer darauf an, was es ist. Bei mir ist, bin nachtragend, also ich vergesse nicht. Und ja, aber sonst, nö. Ich verzeihe Menschen schnell, aber ich bin halt trotzdem, ich vergesse trotzdem nicht. Ja. Ja, was hoffst du nie mehr zu erleben? Mobbing. Ob es jetzt Cybermobbing ist oder richtiges Mobbing. So Face-to-Face-Mobbing. Beides ist furchtbar. Gibt für dich das Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Nein. Weiß ich. Weiter.
Wie wichtig ist dir dann die Meinung der anderen? Warte mal ganz kurz. Ja, schon wichtig. Also, was die für Meinung von mir haben, ist mir schon wichtig. Aber nicht, sagen wir so, das ist das Allerwichtigste. Na, das ist es jetzt nicht, ne? Genau. Wirst du vom anderen Geschlecht, warte mal, genug beachtet? Nein, natürlich nicht. Also zumindest glaube ich das nicht, weil, schaut mich an, ja? Ich bin nicht gerade hübsch. Also, ja, ich finde mich selber nicht hübsch, von daher. Genau, meine Lieben. Einmal, eine Frage habe ich noch. Und zwar, selber jetzt für euch oben abstimmen. Und zwar, ich habe ja ab und zu mache ich ja das mit dem Premiere, also dass das Video anschauen könnt und mir schreiben könnt. Und möchte man das öfters mal haben oder möchtet ihr das lieber nicht? Weil manche möchten das und manche wollen das lieber nicht. Deswegen wäre toll, wenn das hier oben abstimmen würdet. Genau. Jetzt höre ich auch so quatschen und wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Bis bald. Tschüssi.